Du hast Lust auf Urlaub mit dem Wohnmobil und besitzt noch kein eigenes Reisefahrzeug? Die einfachste Möglichkeit ist es, ein Wohnmobil zu mieten. Aber auch hier musst du einige Dinge beachten. Es gibt einige Stolperfallen und eventuell Dinge, die dich extrem teuer zu stehen kommen. Welche das sind und auf was du unbedingt achten musst, das klären wir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Beginnen wir mit dem ersten Punkt, welches Wohnmobil überhaupt für dich geeignet ist. Und das ist sehr wichtig. Also da gibt es unterschiedliche Unterpunkte. Der erste Unterpunkt wäre hier, achte auf dein Budget. Also außerhalb der Wohnmobilmiete kommen natürlich noch viele Kosten auf dich zu. Das wären zum Beispiel der Sprit, Übernachtungsplätze, Geld für Restaurants und so weiter, Souvenirs. Also da kommt nochmal ein großer Batzen. Steck dein Urlaubsbudget ab und setz dir dann einen Teil als Wohnmobilbudget und dieses nutzt du dann nur für die Miete. Dann ist ein wichtiges Thema die Aufbauform. Also bedeutet Kastenwagen, Campervan, teilintegriert oder vollintegriert. Jedes Konzept hat seine Vor- und Nachteile. Reist du zu zweit, reicht normalerweise ein Campervan oder auch ein Kastenwagen aus. Möchtest du ein bisschen mehr Komfort, kannst du auch gerne teilintegrierten nehmen. Ab 3 Personen bzw. auch mit Familie wird es dann doch in einem Campervan ziemlich eng und auch in einem Kastenwagen ziemlich eng. Hier würden wir dir empfehlen, geh auf die teilintegrierte Schiene bzw. auf die vollintegrierte oder schau nach einem Kastenwagen mit entsprechendem Aufstelldach, dass hier genügend Schlafplätze auch vorhanden sind. Prüfen solltest du auf alle Fälle, welchen Führerschein du besitzt. Also hast du einen Führerschein vor 1999 gemacht, also den Autoführerschein, darfst du normalerweise bis 7,5 Tonnen fahren. Die Grit und ich zum Beispiel, wir haben den Führerschein nach 1999 gemacht, in den 2000ern, und wir dürfen bis maximal 3,5 Tonnen fahren. Und das solltest du bei der Wohnmobilmiete unbedingt beachten. Darfst du Fahrzeuge über 3,5 Tonnen fahren oder nicht? Weil es gibt viele Vor- bzw. auch viele Nachteile bei dieser Grenze, ob du darüber bist oder nicht, bei der Anwendung. Welche diese sind, habe ich dir hier oben verlinkt, da haben wir schon mal ein extra Video drüber gemacht. Aber wichtig bei der Wohnmobilmiete, schau, ob du bis 3,5 Tonnen fahren darfst oder auch darüber. Bei den Mietkosten solltest du dich nicht von sogenannten Dumpingangeboten überrumpeln lassen bzw. verführen lassen. Viele Hersteller geben einen wirklich extrem günstigen Pro-Tag-Preis aus, aber im Kleingedruckten gibt es dann eine Servicepauschale, eine Übergabepauschale, XY-Pauschale und so weiter. Und im Endeffekt bist du bei den Mietpreisen oft dann höher, als wenn ein Händler oder ein Anbieter das sehr transparent kommuniziert und du das Gesamtpaket dann einfach, ja, auf einen Blick siehst und nicht das drum rechnen musst. Also schau hier bitte auf das Kleingedruckte, welche Pauschalen sind dabei, was muss ich machen, muss ich außen reinigen bei der Übergabe, innen reinigen oder beides, vollgetankt oder nicht vollgetankt. Deswegen schau das wirklich nach, kalkulier es komplett, was der Gesamtbetrag ist und nur dann kannst du auch die unterschiedlichen Anbieter vergleichen. Der Urlaub sollte ja Spaß machen, komfortabel sein und so weiter. Und auch da wirst du normalerweise nicht enttäuscht. Die meisten Vermieter bzw. Anbieter haben Fahrzeuge im Angebot, die aus der aktuellen Saison sind oder maximal 2 Jahre alt. Also hier hast du normalerweise ja ein relativ neues Fahrzeug, sollte nichts kaputt gehen, dürfte nichts klappern. Also da bist du vom Komforttechnischen auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Möchtest du Geld sparen, kannst du natürlich auch über Privatvermittlungen günstigere Fahrzeuge, die etwas älter sind, aber bedenke hier, dass hier eventuell was kaputt gehen kann, beziehungsweise auch mal der Kühlschrank nicht funktionieren kann, wenn du das Fahrzeug übernimmst. Das ist alles schon vorgekommen, haben wir von Kunden schon die Rückmeldung bekommen. Auch beim Thema Campingmöbel und sonstiges Equipment gibt es bei vielen Anbietern Pakete, die du dazu buchen kannst oder manche geben sogar mit dazu, sodass du auf jeden Fall Campingmöbel dabei hast, Geschirr und das alles nicht extra kaufen musst und somit ja bei der Übergabe hast du es einfacher, musst nicht das komplette Fahrzeug erst wieder einräumen und danach wieder ausräumen und hast auch das Zeug, das restliche Jahr nicht unnütz im Keller liegen. So, wenn du jetzt nun abgesteckt hast, welches Fahrzeug für dich passt, geht es da darum, wo kann ich denn das Fahrzeug überhaupt mieten? Und ja, das solltest du dir überlegen, möchtest du weit fahren oder möchtest du in der Region mieten. Da wäre der erste Tipp. Es gibt viele Händler oder fast alle Händler haben eine kleine bzw. eine größere Mietflotte auch im Angebot. Die Fahrzeuge werden dann nach der Mietdauer normalerweise als junge Gebrauchte dann im Markt verkauft. Also da hast du eventuell sogar die Möglichkeit, das direkt zu übernehmen nach der Mietdauer. Und da hast du auf jeden Fall den Vorteil, du hast einen Ansprechpartner vor Ort, du hast einen kurzen An- und wieder Abreiseweg und falls irgendwas sein sollte, ist der persönliche Kontakt dann natürlich auch hilfreich.
auch auf Messen, die normalerweise im Frühjahr stattfinden, zum Beispiel die CMT im Januar, sind die Vermieter präsent. Da haben sie die Fahrzeuge mit ausgestellt, da kannst du auch die Fahrzeuge in Ruhe anschauen und hier entsprechend schon Kontakt aufnehmen, die Mietkonditionen abklären und auch schon ja, reservieren für einen gewissen Zeitraum bzw. buchen. Und das alles dann komplett auch auf der Messe abschließen. Da gibt es auch oft auch Messeangebote, die sehr attraktiv sind. Also kannst du auch gern, wenn du auf der Messe bist, hier vergleichen. Auch die Reiseanbieter, die teilweise auf der Messe vertreten sind oder auch online bzw. ja, mit der richtigen Präsenz vor Ort, bieten Wohnmobilreisen an. Selbst Discounter, zum Beispiel die Firma Lidl, hatte ja, letztes Jahr ein Angebot über eine Wohnmobilmiete für 2 Wochen, was preislich ja sehr attraktiv war. Die arbeiten dann entsprechend mit Kooperationspartnern zusammen. Also hier lohnt sich auch der Blick dorthin, um entsprechend ja, für dich das richtige Angebot zu finden. Bei überregionalen Anbietern, zum Beispiel ADAC oder auch McRent, hast du die Möglichkeit, die Abhol- und die Rückgabestation selbst zu wählen. Bedeutet, wenn du zum Beispiel vorhast, von dem Süden Deutschlands in den Norden zu fahren, aber hast keine Lust wieder zurück, kann ja sein, du willst mit der Bahn zurückfahren oder wie auch immer, kannst du zum Beispiel unten im Süden entsprechendes Fahrzeug abholen, oben abgeben und alles ist tutti. das sind überregionale Anbieter, zum Beispiel ADAC oder McRent, haben wir natürlich auch unten verlinkt. Sehr beliebt ist mittlerweile auch die Vermietung von privat an privat. Da gibt es unterschiedliche Plattformen, die dann entsprechend den Kontakt herstellen. Eine ist zum Beispiel Paul Camper, haben wir da auch unten verlinkt, da kannst du gerne draufklicken. Der Vorteil ist bei diesen, dass bei Privatvermietungen das Fahrzeug normalerweise immer voll ausgestattet ist. Die Preistabellen sind sehr transparent, also bei Paul Camper zum Beispiel hast du immer einen Gesamtpreis und da ist alles mit drin, du musst nur tanken und putzen, sehr transparent und ja, das ein oder andere Wohnmobil ist auch sehr, sehr individuell und nett gestaltet und der persönliche Kontakt ist da natürlich noch anders, als wenn du das bei einem normalen Anbieter mietest. Und möchtest du nicht in Deutschland starten, also du möchtest zum Beispiel in den USA, Kanada oder auch in Portugal als Beispiel ein Fahrzeug mieten, ist das auch kein Problem. Es gibt internationale Anbieter. Beispiel, du fliegst von hier nach Lissabon und möchtest runter an die Algarve mit dem Wohnmobil und wieder zurückfliegen. Das ist kein Problem. Da gibt es Anbieter, die entsprechende Pakete anbieten. Welche die sind oder welche das sind und wo du diese findest, auch natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann behandeln wir das Thema, wie kannst du bei der Wohnmobilmiete Geld sparen? Und der erste Tipp, schau auf die Saison. Also Saison heißt auch immer Ferienzeit. Pfingstferien, Sommerferien und so weiter. Achte hierbei darauf, dass jedes Bundesland unterschiedliche Ferienzeiten hat. Und es kann einfach sein, wenn du als Beispiel in Hessen ein Fahrzeug übernimmst, die Ferien sind abweichend zu Baden-Württemberg, dass du mehr bezahlen musst, weil in Hessen Ferien sind und in Baden-Württemberg nicht. Also schau bitte darauf, wann du reisen kannst, wo, wie, wann Ferien sind. Und hier kannst du bei richtiger Planung extrem viel Geld sparen. Dann buche auf jeden Fall frühzeitig. Hat noch andere Gründe, das behandeln wir später noch. Aber wenn du bei der Mietdauer frühzeitig buchst, bekommst du meist einen Frühbucherrabatt. Frag auch an bei deinen Vermietern, ob es irgendwo Mietlücken gibt. Also das Fahrzeug ist zum Beispiel bis 15. August vermietet und erst wieder ab dem 29. Dann hättest du ja theoretisch 14 Tage dazwischen, also komplette 2 Wochen Zeit. Und hier gibt es dann oftmals Mietlückenangebote, also frag dann wirklich auch aktiv bei dem Anbieter nach, ob er sowas im Angebot hat. Und dann natürlich klar, der wichtigste Tipp, Preise vergleichen. Ist bei der Miete ein bisschen schwierig, also weil die Miete an sich ja kein Standardprodukt ist, wie zum Beispiel Mobiltelefon, wo du ganz einfach die Preise vergleichen kannst. Ist immer ein bisschen abhängig. Anbieter A, wie vorher schon erwähnt, hat relativ niedrige Gebühren pro Nacht, aber dafür viele Servicepauschalen und so weiter. Also es ist ein bisschen knifflig, da wirklich die Gesamtkosten auszurechnen und sehr zeitintensiv, muss man dazu sagen. Muss man natürlich gegenrechnen, zu Ersparnis, ob sich das überhaupt lohnt. Aber es gibt auch Gott sei Dank wie überall Vergleichsportale, wo man auch ja, die Preise vergleichen kann. Ein Vergleichsportal wäre zum Beispiel Camperdays, haben wir da natürlich auch unten verlinkt und hier kannst du dann ganz einfach die Preise vergleichen. Wie bei jeder Miete, das gilt natürlich auch für normale Mietfahrzeuge, gibt es ganz schön viel zu beachten und es sind wirklich extrem viele Punkte. Ich ziehe jetzt auszugsweise ein paar raus. Alle Punkte findest du in unserem Blogartikel, den haben wir da unten verlinkt, weil ich möchte dich jetzt nicht langweilen. Also wichtig natürlich Mindestmietdauern. Also bei vielen Anbietern, je nach Region und je nach Saison, gibt es Mindestmietdauern von zum Beispiel 7 Tagen oder manchmal in der Hochsaison sogar 2 Wochen.
Frag nach, beachte dies und natürlich bei Mietlücken ist das entsprechend kürzer und teilweise kannst du auch einfach nur übers Wochenende mieten. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Dann ein wichtiger Punkt hierbei ist auch zum Beispiel die Versicherung. Also wie hoch ist deine Selbstbeteiligung? Was ist alles abgesichert? Welche Länder sind abgesichert? Wenn du ins Ausland fahren möchtest zum Beispiel, gilt teilweise nur eine Haftpflicht, manchmal die Voll-, manchmal die Teilkasse. Es gibt einfach viele Dinge. Dann die Anzahlung. Wann ist die Anzahlung fällig? Wie hoch? Welche Stornierungsbedingungen gibt es? Also wirklich, das sind unglaublich viele Punkte. Schau dir einfach unten den Artikel an, den wir dir verlinkt haben. Da ist alles aufgeführt. Und wenn du da durchgehst, dann hast du im Normalfall keine Probleme bei der Miete und auch keinerlei Probleme bei der Rückgabe oder irgendwelche Forderungen später zur Nachzahlung. Und jetzt gebe ich dir noch 8 Tipps mit, die du unbedingt beachten solltest, wenn du ein Wohnmobil mietest. Der erste Tipp ist, frühzeitig buchen, das hatten wir vorher schon bei den Kosten. Also am besten 3, besser 6 Monate im Vorfeld buchen, weil erstens ist es günstiger und zweitens ist es aufgrund der aktuellen Lage gerade so, dass die Wohnmobile teilweise schon 6 Monate vorher ausgebucht sind, also dass du gar nichts mehr bekommst, speziell an den Hotspot-Seiten oder auch an Hotspot-Vermietstationen. Also deswegen immer frühzeitig buchen, wie beim Pauschalurlaub, wo sich die meisten Menschen dann ja im Dezember oder im Januar darüber Gedanken machen, soll es beim Wohnmobil auch sein, frühzeitig buchen, dann hast du keine Probleme. Tipp Nummer 2 ist die Mietdauer, das hatten wir vorher schon, deswegen nur ganz kurz. Oft sind Mindestmietdauern festgelegt, zum Beispiel 7 Tage oder auch 2 Wochen in den, ja, in den Ballungszeiten oder in den Hauptzeiten. Schau, dass du hier auf jeden Fall deine entsprechende Planung durchführen kannst, dass deinem Urlaubsvergnügen nichts im Weg steht. Tipp Nummer 3, rechtzeitiges Buchen auch von Camping- und Stellplätzen. Problem hierbei, die meisten Wohnmobile, die in der Miete sind, sind nicht für Autarkie ausgestattet. Das bedeutet weder Solarpanels, große Batteriespeicher, auch die Toilette hält nur wenige Tage durch oder bis sie voll ist, die hält natürlich länger durch. Aber hier gebe ich dir ganz einfach den Tipp, buche rechtzeitig auch deine Campingplätze bzw. die Stellplätze. Also am besten, wenn du dein Wohnmobil mietest, die Bestätigung bekommen hast, dann hast du schon eine grobe Richtung, wo du wann reisen möchtest, logisch. Und da schau einfach nach, wo die guten Campingplätze sind, auf welche du gehen möchtest und reserviere wirklich im Vorfeld. Weil die guten Campingplätze, die wirklich an beliebten Orten sind, sind teilweise wirklich ein halbes Jahr vorher ausgebucht. Klar, wenn du eher abgelegen reisen möchtest, ja, da wird es einen oder anderen Platz bestimmt für dich geben, auch in der Hauptsaison. Aber im Normalfall schau, dass du rechtzeitig deine Camping- und Stellplätze reservierst. Tipp Nummer 4, achte auf die Wohnmobilversicherung. Die meisten Wohnmobile sind Kaskoversichert, das bedeutet Haftpflicht plus Teilkasko plus Vollkasko. Da musst du ein bisschen schauen, wie hoch die Selbstbeteiligung liegt. Oft liegt sie bei 1500 Euro. Das bedeutet, alle Schäden in der Kasko, also wenn du irgendwie einen Parkrempler verursachst oder wie auch immer, bis 1500 Euro musst du selbst begleichen, bevor die Versicherung einspringt. Das ist die Selbstbeteiligung. Diese kannst du reduzieren. Da bieten viele Anbieter ein Reduzierpaket an, auf zum Beispiel 500 Euro. Das kostet einen kleinen Aufpreis. Falls du das erste Mal ein Wohnmobil mietest, die Abmaße sind natürlich nicht PKW vergleichbar, würden wir das auf jeden Fall empfehlen, weil so ein Parkrempler, wissen wir aus eigener Erfahrung, ist dann schon mal schnell drin. Tipp Nummer 5. Achte auf dein Gewicht. Also nicht auf dein eigenes Gewicht, sondern auf das Gewicht des Reisemobils bzw. des Wohnmobils. Die Fahrzeuge sind mittlerweile groß, gut ausgestattet, mit jeglichem Schnickschnack integriert. Und das Problem dabei ist diese Grenze von 3,5 Tonnen. Also der erfahrene Wohnmobilfahrer wird jetzt schmunzeln, aber wir sagen ganz einfach, ein 6,36 Meter Van zum Beispiel mit 4 Personen kriegst du nicht reisefertig unter 3,5 Tonnen. Und wo ist das jetzt das Problem? Also das Problem liegt dabei, dass speziell in den Reisehauptzeiten oft Gewichtskontrollen durchgeführt werden. Wir haben selber schon mal eine erlebt. Und dann heißt es, okay, du hast Übergewicht, dann heißt es entweder Strafe bezahlen oder teilweise je nach Land sogar sofortiges Stilllegen des Fahrzeugs. Wenn du nur ein bisschen Wasser ablassen kannst, damit du unter die 3,5 Tonnen kommst, alles okay. Aber normalerweise ist das nicht möglich. Das bedeutet, prüfe bitte im Vorfeld, spreche mit deinem Händler schon bei der Buchung und frage ihn ganz klar, kann ich dieses Fahrzeug mit meiner X-Personenzahl und meiner Ausrüstung unter 3,5 Tonnen bewegen? Wenn er sagt, weiß er nicht, dann solltest du auf jeden Fall nachfragen und eventuell vielleicht sogar auf ein anderes Fahrzeug ausweichen, weil damit ist wirklich nicht zu spaßen und bei Gewichtskontrollen mit gewissem Übergewicht, je nach Land, kann es echt extrem teuer werden. Wie du Gewicht einsparen kannst,
habe ich dir auch hier oben verlinkt. Da haben wir auch ein extra Video schon dazu produziert. Da sind Tipps dabei, die du auch ganz leicht und kostenlos sogar umsetzen kannst. Tipp Nummer 6, die Dokumentation. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also es gibt wie überall auch Verträge und Verträge sind dafür da, dass wenn die zwei Parteien sich nicht einig werden, schriftlich niedergeschrieben ist, was zu machen ist. Warum sage ich das? Also speziell bei der Wohnmobilübergabe, schau bitte, dass es eine Checkliste gibt, wo Schäden, die Ausstattung und alles Mögliche dokumentiert ist. Schau nach, ob der Tank voll ist, ob das dokumentiert ist und so weiter. Also da kannst du in der vorher von uns erwähnten Checkliste auch einige Punkte rausholen. Schau bitte einfach, dass es wirklich sauber dokumentiert ist, weil nichts macht mehr Ärger, als wenn du das Fahrzeug zurückgibst. Und du weißt genau, der Schaden ist nicht von dir, es ist im Vorfeld nicht dokumentiert und du musst wirklich viel Zeit und Geld da verschwenden, um mit dem Vermieter da zu streiten, um da eine Lösung zu finden. Also das möchtest du ja bestimmt nicht. Deswegen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, achte auf eine saubere Dokumentation. Tipp Nummer 7, die Einweisung bei der Übergabe. Nimm dir wirklich Zeit, also mindestens eine halbe Stunde, besser eine Stunde, um dir wirklich alles erklären zu lassen, wie du die Toilette entleerst, wie die Bedienung vom Fahrzeug ist, auf was du achten musst und so weiter. Und wenn du Fragen hast, frag bitte direkt bei der Einweisung, wenn dir irgendwas unklar ist, weil später irgendwo ein Problem zu haben und im Ausland anzurufen und das irgendwie über Telefon irgendwie geregelt zu bekommen, ist oftmals schwierig, klar. Auf Campingplätzen kann man den einen oder anderen erfahrenen Camper natürlich fragen, aber besser ist es bei der Übergabe und auch bei der Rückgabe, Zeit einzuplanen und dann entsprechend ohne Fragen vom Hof zu fahren und den Urlaub gut zu genießen. Tipp Nummer 8, lass dir den Mietvertrag im Vorfeld schon zuschicken, bevor du überhaupt unterschreibst. Also nicht erst bevor du unterschreibst, sondern zum Beispiel ein, zwei Tage vorher. Warum sage ich das? Schau einfach nach, was im Mietvertrag drinsteht. Oftmals sind so Klauseln drin, wie zum Beispiel, dein Vermieter ist berechtigt, ein ähnliches Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, falls das gebuchte Fahrzeug nicht verfügbar ist. Also man kennt es auch aus ganz normalen Vermietungen von den Autos. Bloß beim Wohnmobil, kann es teilweise echt blöd sein. Beispiel, du mietest ein Fahrzeug XY mit einer Dieselheizung und möchtest im Winter Skifahren gehen. So, das Fahrzeug ist nicht verfügbar und du bekommst als Alternative ein Fahrzeug mit Gasheizung. Prinzipiell ja kein Thema, beides macht warm, aber im Winter musst du extrem viel heizen und die Gasflaschen sind teilweise nach 2-3 Tagen leer. Das bedeutet, wenn du 2 Wochen wegfahren willst, musst du zig Male die Gasflaschen tauschen, wobei es bei der Dieselheizung einfach aus dem Tank kommt. Wäre ärgerlich, ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Varianten. Deswegen schau nach, was drinsteht, ob es mit aufgeführt ist oder nicht, damit du auch wirklich das Fahrzeug bekommst, was du möchtest und was du gebucht hast. So, und jetzt hoffe ich, dass das Video für dich hilfreich war. Wenn ja, lass einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo, damit du auch in Zukunft gut informiert bleibst. Und jetzt würde mich interessieren, was du für Erfahrungen bisher mit der Miete gemacht hast. Nur positive, auch mal eine negative. Schreib es gerne unten in die Kommentare. Das wird der Community bestimmt weiterhelfen und auch für uns interessant sein, was es da noch für andere Punkte eventuell gibt. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub mit deinem gemieteten Wohnmobil und bis bald. Ciao!